Hammels Zeit gegrüßt, den Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladon zu einem neuen Adventskalender-Türchen mit dem Zwergenfürst und mit ein bisschen Lego. Nein, es ist nicht Lego, es ist Nanoblock. Eine Ersatzart von Lego, so ein Ersatz-Lego. Ja, Nanoblock. Wir werden es heute mal auspacken. Wo ist jetzt die Keks aufgepackt? Ja, die Keks ausgepackt. Ihr seht schon, Pokémon. Ein Nanoblock. Ich baue mir heute ein kleines Evoli aus den kleinen Fuzzi-Steinchen zusammen. So, haben wir es hier öffnet. Alter, die Waldfee. Da haben wir es. Nanoblock-Anleitung. Na super. Und das ist die Anleitung. Na, spitze. Oha, die Teile sind, wirklich mini. Das sind wirklich winzig kleine Dinger. Ich weiß nicht, ob ich so viel Feinmotorik besitze. Ich muss aufpassen, dass mir hier nichts runterfällt. Also das finde ich auf dem Boden nie wieder. Schaut euch das mal an. Das ist ein Nanoblock. Die sind wirklich nanogroß. Das ist mein Daumen im Vergleich dazu. Könnt ihr mal gucken. Das ist wirklich... Ich halte das schon so dicht an die Kamera, das ist... Wenn das immer auf den Boden fällt, das finden wir nie wieder. Ja, vorsichtig. Wo ist der Platz? Hier ist, glaube ich, hier kann ich basteln. So. Ich muss ein bisschen zur Kamera gucken. Jetzt ist die Weißen unten dran. Ja, man sieht's. Experimentieren. So. Die Farben, die Evoli hat braun und hellbraun. So, das dazwischen. Halleluja. Das ist hier Millimeterarbeit. Nanometerarbeit. Er ist jetzt hier oben drauf. Echt nicht. Ich bin echt nicht dafür gemacht. So viel Feinmotorik besitze ich gar nicht. Und das da. Da ist dann das noch hinten drunter. Also so hier. Dann wird doch was funktionieren. Das sieht doch halbwegs okay aus. Ich muss mal die Kamera finden hier. So, fokussier mal. Genau so. So sieht's aus. Das hat gedauert, bis ich das verstanden habe. Davon einen 6er, 2 weiße 3er und 2 weiße 2er. Okay, wird an Weiß mal gearbeitet. Das kann was werden.
Und auf der anderen Seite wieder Dreier und Zweier. Meine Fresse. Könnt ihr das sehen? Ich bin jetzt hier konzentriert auf das Bauen, ja. Also, sorry, wenn das nicht ganz auf der Kamera ist. Okay. So sieht das aus. Sampled Blocks shown in faded color. Ja, gut. Habe ich natürlich verstanden. Also, so hier, oder wie, oder was? Schaut halbwegs richtig aus. Dann war schon so ein Ding. Das haben wir jetzt. So. Schaut mal, das nimmt doch gerade schon Gestalt an. Man sieht es schon von unten so ein bisschen. Die Form hat es. So, dann die Fronie, kleine schwarze Pippus drauf, was die Nase dann symbolisiert. Da entsteht doch schon ein Gesicht. Sagt er, ob er zerdrückt ist.
Das hat schon. Es fängt schon an, Gesicht zu kriegen. Ja. So schaut's aus. Auch mehr Lebo für Erwachsene, also es ist mehr das Baustein-Prinzip für Erwachsene als für Kinder. Also für Kinder ist das gar nichts. Also das kann ich schon mal so sagen. Das kann ich eindeutig sagen. So kleine Kinder, die das ist, Kinder würden daran verzweifeln. Also das ist, glaube ich. Ist ja hier nicht. Ich meine, Kinder könnten vielleicht die Fummelarbeit so ein bisschen besser erledigen, aber also die Anleitung ist auf jeden Fall, da braucht das schon ein bisschen, ja, das braucht da schon ein bisschen mehr Verstand. Ein bisschen über die Tellerrand rausblicken. Sieht schon nach was aus. Habe ich gleich alles richtig gemacht. Ja. Schaut doch gut aus. So ganz sachte, da kommt eins hin. Okay, ja, so denke ich. Da einer. Das wären die Ohren. Dann einer. So. Zack. Langsam ist das Ding aber auch fertig. Ja, es nimmt Gestalt an. Dazwischen. So. Das brauchen noch Füße. So sieht's aus.